Eine etwas andere Ausstellung mit einem besonderen Aha-Effekt. Das beschreibt die Fotoausstellung von Rainer Flöter, die aktuell in Einburg Ost in der Puschkinstraße 91 zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt beeindruckende Wolkenaufnahmen, bei denen Rainer Bilder und Formen in den Wolken entdeckt und nachgezeichnet hat. Dinge, die viele Betrachtern oft verborgen bleiben. Es sind keine Alltagsbilder, wie sonst überall zu sehen sind. Ein Kunstmaler, der malt nach seinem Sinn, wie er denkt. Ich mache das, was mir gezeigt wird und versuche das nachzuzeichnen, damit die anderen Leute auch sehen, aha, wie ich das sehe. So. Und ich selber bin überzeugt davon, dass die großen alten Maler wie Dali, der Spanier, der etwas später kam, aber alle davor, Da Vinci und so weiter, dass die auch den Blick zu den Himmel hatten und dadurch Motive gesehen haben. Die hatten ja noch Zeit, die waren auch nicht so überfordert von den Medien, denn heutzutage haben wir tausende von Eindrücken, die uns überfallen und demzufolge können die Augen gar nicht mehr ruhen und das ist der Fehler, deswegen sehen die Leute zu wenig. Auf die Schnelle ja, aber nicht in aller Ruhe. Und hier ist das, man sollte mal in Ruhe gucken. Und das ist das, nachdem ich das den Leuten gesagt habe, dann sind die im Nachhinein gekommen und haben sich bedankt. Ich sehe jetzt vieles anders. Ich nehme auch mal Zeit für mich. Und da habe ich gesagt, was wollen wir denn mehr? Das ist Sinn und Zweck der Sache. Und wenn das so hinhört, können wir alle zufrieden sein. Rainer Flöter ist kein Unbekannter in Einburg. Er war lange Zeit im Foto- und Filmclub Einburg aktiv und stellte bereits 2006 seine ersten Werke im Einburger Museum auf Wunsch des Museumsdirektors Andreas Flegel aus. Die Ausstellung war ein großer Erfolg und motivierte ihn, auch später weiterzumachen. 2019 nutzte er den gesamten Sonderausstellungsbereich des Museums, um seine Werke erneut zu präsentieren. Auch die damalige Delitzsch-Einburger Kreiszeitung berichtete über diese außergewöhnlichen Bilder, die oft mehr zeigen, als das Auge auf den ersten Blick erfassen kann. Und hier drinnen wurde damals schon erwähnt, dass eine Ausstellung im Museum ist. Da kann ja jeder mal selber gucken. Hier unten eine kleine Ausstellung, die eigentlich für mich sehr viele Resonanzen gebracht hat. Rainer Flöter betont, dass es ihm wichtig war, diesmal Einburg Ost mit einzubeziehen. Viele kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen finden meist im Stadtzentrum statt. Und er wollte auch, dass dieser Teil der Stadt mehr Beachtung bekommt. Der Raum stand jahrelang leer. In der Weihnachts- und Neujahrszeit wird er genutzt zum Verkauf von Raketen und so weiter. Und das war mir zu schade. Einburg hatte aufgerufen, die leerstehenden Läden wieder zu beleben. Deswegen eine Kunstwoche gemacht. Aber sowas spielt sich in der Regel in der Stadt ab, nicht in den Stadtteilen Ost oder Berg. Und ich wollte unbedingt den Stadtteil Ost ein bisschen mitbeleben und bin aber nicht an den Laden rangekommen. Das hat lange gedauert und vor einer Woche war es mir gelungen. So. Und da musste erstmal ausgemessen werden, dann musste Material beschaffen werden und dann, dank meines Freundes hier, war es möglich, das zu schaffen, die Bilder einigermaßen zu hängen, ein bisschen motivmäßig. Und ich hoffe, dass die Besucher am Ende auch zufrieden sind mit dem, was wir geschaffen haben. Denn er war am längsten jetzt dabei. Die Ausstellung wurde innerhalb einer Woche auf die Beine gestellt und für die Hilfe und Unterstützung bedankte sich Rainer Flöter mit einer Flasche Wein und einem Bild bei Andreas Flegel und einem weiteren Freund und Helfer mit einem Essensgutschein. Einen kleinen Gutschein, damit wir mal gemeinsam ein bisschen was durchleben können, dass du wieder zu Stärken kommst. Pflege lobt Rainers Arbeiten. Er sieht manchmal mehr als andere. Rainer schafft es, in den flüchtigen Momenten des Himmels ganze Geschichten zu entdecken. Die Bilder, die wie Gemälde sind und dazu einladen, die Fantasie freien Lauf zu lassen. Flegel betont außerdem, dass man bei dieser Art von Ausstellung mehr als einen nur flüchtigen Blick braucht. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, die Details und das Besondere in den Bildern zu entdecken. Erst nach intensiver Betrachtung entfalten die Bilder ihren vollen Aha-Effekt.
Rainer selbst freut sich darauf, seine Bilder dem Publikum vorzustellen und die Eindrücke zu teilen. Ich weiß ja, ich bin gespannt darauf, dass auch Ihnen jedes einzelne Bild richtig vorstellen kann. Er erklärt, dass es oft eine gewisse Distanz zu den Bildern braucht, um die versteckten Formen zu erkennen. Auch der richtige Moment beim Fotografieren sei entscheidend, nicht zu früh und nicht zu spät. Also, wer sich damit befasst, kann was mitnehmen am Ende. Natürlich nicht in den Taschen, sondern im Kopf. Und ich denke, da haben wir alle was gewonnen am Ende. Außer mittwochs sind die Werke täglich zu betrachten, vom 13. Oktober bis 30. November von 14 bis 18 Uhr.